Habima Bella hat mittlerweile irgendwie 6 Millionen Klicks so. Und immer noch Tendenz nach oben so. Ein Traum gewesen, ne? Von jedem so einfach mal. Einfach von 0 auf 100 durchzustarten. Ist auf jeden Fall, wer will das nicht, ne? Und so Vorbilder sind ganz easy. So, wenn du in Deutschland angefangen hast, Musik zu machen, müssen eigentlich deine Vorbilder sowieso Bushido, Azad oder sonstige Fahrt oder so. Das müssten deine Vorbilder sein, wenn du so in dieser Zeit reingeboren bist, weißt du? Weil wenn du diese Namen nicht erwähnst, dann bist du auf jeden Fall ein Lügner so. Weil das ist auf jeden Fall safe so. 3 Wochen ist er jetzt bei Spotify auch drin. Hat es auch in die Shisha-Club-Playlist geschafft. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hauptsächlich habe ich eigentlich nur Bushido gehört so. Hab dann immer halt versucht, irgendwie seine Texte irgendwie immer zu nachzuschreiben so. Einfach mal einfach zu schreiben und ein paar Worte verändert. So, anstatt der sagt so irgendwie, ja, ich bin Bushido, habe ich gesagt, ja, ich bin Divorce mäßig, weißt du? So, aus Gelsenkirchen gibt es halt nicht viele Künstler, die es wirklich drauf haben so, und wirklich auch den Willen haben, das durchzuziehen. Yo, neue Folge mit mir, Hi Da Mai, Struggle and Flow. An meiner Seite diesmal Divo aus Gelsenkirchen. Alles bestens, Digga. Wie war die Anfahrt? Sehr nice, alles easy. Sehr nice. Gerade frisch aus Gelsenkirchen gekommen nach Berlin. Ja. Und schon Shisha dampfen. Ja, normal, muss. Bisschen Stress wegkriegen, ja. Okay. Ja, du bist ja jetzt ein ganz fresher Newcomer, auf jeden Fall. Du hast ja schon dieses Jahr einige Dinge rausgebracht, die wirklich gute Klickzahlen auch erreicht haben. So, siehst du es jetzt gerade so? Ja, ist alles noch ein bisschen, realisiere ich alles noch gar nicht so richtig, aber ist schon auf jeden Fall ein geiles Gefühl so. Wenn du überlegst, Habima Bella hat mittlerweile irgendwie 6 Millionen Klicks so, mhm, und immer noch Tendenz nach oben so. Wenn ich daran denke, dass ich früher in einem Monat oder in 2 Monaten 2.000-3.000 Klicks gemacht habe so, und dann wachst du an einem Tag auf einmal hast du da 60.000, 70.000 Klicks innerhalb von 10 Stunden, ist auf jeden Fall ein krasses Gefühl so. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und ich hoffe, das geht einfach weiter so, weißt du. Ja, was denkst du, dass du auf einmal so, ich will jetzt nicht vergleichen so mit anderen, aber dass du auf einmal von 0 auf 100 so eine krasse Resonanz kriegst? So? Ich glaube, das ist ein Traum gewesen, ne? Von jedem so einfach mal. Einfach von 0 auf 100 durchzustarten. Ist auf jeden Fall, wer will das nicht, ne? Und ich habe dafür gekämpft so, war ein harter Weg. Und jetzt, wie es einfach so aussieht, ist einfach alles geil so. Ja, also ich finde den Track geil so, weißt du? Es geht auf jeden Fall ins Ohr so, Dicker. Bist du auch irgendwie in den Playlisten vertreten oder wie kam es so zu diesem extremen Durchbruch von 0 auf, der Song wurde im Sommer veröffentlicht, oder? Genau. Der war ja erstmal ungefähr 2-3 Monate nur bei YouTube aktiv. Mhm. Dort hat der, ohne dass ich den auf Spotify oder sonstiges drin hatte, hat der ungefähr 5,5 Millionen Klicks erreicht. Und jetzt seit ungefähr 3 Wochen, wenn ich mich nicht irre, ungefähr 3 Wochen ist er jetzt bei Spotify auch drin. Hat es auch in die Shisha Club Playlist geschafft. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ein Song, der da drin sein muss, weißt du. So, ohne diesen Song gibt es diese Playlist eigentlich gar nicht. Nein, natürlich. Bist du auf Platz 1 gelandet oder waren sie dich reingeschickt? Leider nicht. Irgendwo in der Mitte so. Ist aber auf jeden Fall nice. Die Resonanz ist krass so. Ich krieg am Tag hunderte Videos, dass das in ganz Deutschland abgespielt wird, in jeder Shisha-Bar einfach so. Ist auf jeden Fall nice so. Geiles Gefühl. Ja, also auch nice, dass wir drehen dürfen bei The Pipe und Berlin, Neukölln. Oder Britz ist es hier, was sagt ihr? Neukölln, machen wir Neukölln draus. Neukölln. Ja, auf jeden Fall finde ich cool so, dass du auch so irgendwie, du bist ja auch türkisch-arabisch so, weißt du? Also kommst du jetzt nicht rüber wie der typische Kanake so, weißt du? Ja, das ist ganz wichtig, ne? Okay, du hast jetzt auch dieses eine Lied, ich habe schon wieder den Namen vergessen, das Schwarz-Weiß-Video. Straßenrap meinst du? Aus dem Weg, ja. Aus dem Weg, das ist ja so ein bisschen streetlastiger, aber dein Rest ist ja eher so Habibi-Musik so. Ja, ich glaube, ich wach morgens nicht auf und denke mir so, ich mache jetzt diese Musik oder diese Musik. Ich mache einfach die Musik, die ich gerade fühle so. Und wenn ich Bock auf Straßenrap habe, mache ich einfach Straßenrap. Wenn ich Bock habe, Liebeslieder zu machen oder einfach Lieder, die gute Laune bringen, mache ich einfach diese Art von Liedern. Ist immer unterschiedlich so. Glaubst du, also dein Thema sind ja eher Frauen und Liebe so? Ja. Glaubst du, da wird das Thema nie ausgehen? Eigentlich nicht. Jedes Jahr kommt ein neues Thema rein. Jedes Jahr diskutieren Frauen über ein anderes Thema und Männer über andere Themen. Und Liebe ist auf einmal nicht mehr Liebe und Liebe ist irgendwann Krieg und Krieg ist irgendwann Liebe und du weißt, was ich meine. Deswegen, dieses Thema Liebe ist auf jeden Fall vielfältig so. Und ich glaube, das passt sehr gut, weil Musik sollte auch sehr vielfältig sein und deswegen passt das auf jeden Fall alles. Du hast ja auch die Songs Habibti und Habibti 2. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Genau.
Sind die auch? Habibi ist ungefähr vor einem Jahr entstanden. Das ist, glaube ich, einer der ersten Songs, so die in die Liebesschiene ging. Und dann dachte ich mir bei Habibi 2, ich mache da so eine kleine Fortsetzung. Wird auf jeden Fall aber auch noch in den nächsten Monaten oder so für eine EP oder ein Mixtape geplant, dass diese Fortsetzung auch beendet wird. Also dementsprechend Habibi 3 wird auch noch dann kommen. Okay. Alle guten Single sind drei, ne? Ja, widmest du diese Songs auch irgendjemanden oder kommen die einfach so aus dir heraus? So? Ich sag mal so. Das ist ja so, wenn man so viele Habibi-Songs hat, sag ich mal so. Mhm. Mabella Habibi, Habibi 1, Habibi 2 und so. Jetzt kommt Habibi 3 noch. Ich frage mich mal, warum die Leute sagen Mabella Habibi. Das heißt eigentlich Habibi Mabella. Das ist so ein krasser Ohrwurm. Wie kannst du das verwechseln? Das ist nicht schlimm. So Songs wie Habibi und so, das sind meistens. Viele Sätze davon sind Erfahrung. Mhm. Viele Sätze davon, die ich da drin habe, sind auch so Sachen, die man sich wünscht, so weißt du? So wie eine Frau sein sollte, wie der Mann sich benehmen sollte, wie die Frau sich benehmen sollte. Da sind auch so ein paar Wünsche mit drin. Deswegen ist das so eine erfahrungswunschmäßige Sache. Okay. Aber hast du da irgendwie Angst, dass da irgendwie deine Street-Grability, die ganz wichtig ist, immer verloren geht, wenn du so viel Gefühle zeigst? Ach, was ist heute noch Street-Credibility? Wie viel Wert hat das denn heute noch? Also, weiß nicht, also für viele, die geben ja echt viel dafür, dass es auf jeden Fall 100% authentisch wirkt. So, ob es authentisch ist, ist eine andere Frage. Aber so, die Sachen, die ich für die Straße mache, so, die sind 100% Straße. Das sind Sachen, die ich erlebt habe, Sachen, die ich weiß, Sachen, die ich, mit denen ich zu kämpfen habe. Und mir geht es nicht darum, dass die Leute mir auf der Straße sagen, ey Digga, du bist doch voll Straße, warum machst du jetzt Liebeslieder? Oder warum machst du Liebeslieder und warum machst du keine Straßenlieder und sonstiges, weißt du? Im Endeffekt, alles, was ich mache, ist immer echt so. Auch wenn es halt Sachen sind, die ich mir auch wünsche, so mäßig, sind das trotzdem echte Wünsche und echte Träume. Aber im Endeffekt spiegeln alle Songs, die ich mache, spiegeln mich einfach selbst wieder. Und wie bist du dazu gekommen, Songs zu schreiben? Hast du auch irgendwie so erst so klassisch Freestyle-mäßig angefangen, oder? Ja, bei mir war mehr so Freestyle erstmal so. In der Schule damals, ich glaube in der 6. und 7. Klasse einfach mal ein bisschen Freestyle gemacht. Da war ich auch in einem Jahr in der Schulband so. Da hat mir das aber nicht so gepasst, so, weil da musste man viele Texte schreiben. Anwesend sein. Anwesend sein. Ja, anwesend sein war nicht das Problem. Ich war gerne in der Schule. Okay. Aber ich war immer mehr so der Freestyler. So. In der Zeit, wo wir eine Stunde Pause hatten irgendwie in der Schule, bin ich raus mit meinen Jungs und habe irgendeine Kacke gefreestylt auf irgendeinem Trommelbeat, den wir uns da selbst erstellt haben mit Stöckern und Ästen und ja, so mäßig mit Beatbox, die wir uns da irgendwie erstellt haben. War auf jeden Fall eine nice Erfahrung so. Und ja. Die erste Texte, wann hast du die angefangen zu schreiben dann? Da hast du dir erstmal so ein Vorbild, also die meisten haben ja früher mal Tupac als Vorbild genommen und dann sozusagen seine Texte nachgeschrieben. Vorbild gewesen, ne. Nein. Ich hab einfach früher immer nur Deutsch gehört. So Vorbilder sind ganz easy, so wenn du in Deutschland angefangen hast Musik zu machen, müssen eigentlich deine Vorbilder sowieso Bushido, Azad oder sonstige, Fahrt oder so, das müssten deine Vorbilder sein, wenn du so in dieser Zeit reingeboren bist, weißt du? Mhm. Weil wenn du diese Namen nicht erwähnst, dann bist du auf jeden Fall ein Lügner so. Und das ist auf jeden Fall safe so. Okay. Aber ich kann dir sagen, wie das angefangen hat so. Hauptsächlich habe ich eigentlich nur Bushido gehört so. Mhm. Habe dann immer halt versucht, irgendwie seine Texte irgendwie immer zu nachzuschreiben so. Einfach zu schreiben und ein paar Worte verändert. So, anstatt der sagt so irgendwie, ja, ich bin Bushido, habe ich gesagt, ja, ich bin Divo so mäßig, weißt du? Irgendwie so hat das angefangen und irgendwann habe ich mir gedacht, ey Digga, ich will auch einfach selber Texte schreiben so. Ich will meine Worte, meine Erfahrung da rein präsentieren und so. Deswegen, so ist das entstanden. So ist das entstanden? Ja, nice, Alter. Also, aber und wann warst du dann das erste Mal in der Booth und hast aufgenommen? Mein erster Song, den ich gemacht habe, der hieß Gott verzeih mir, da kann ich mich noch erinnern. Der ist auf jeden Fall nicht mehr online. Den habe ich rausgenommen. War nicht mehr so professionell genug, um mithalten zu können mit den Songs, die jetzt online sind. Ja, ich glaube so ungefähr so mit 17, 18 war ich das erste Mal in der Booth. Okay. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin süße Anfang 20. Anfang 20? Also 20 oder 21? Man weiß es nicht genau. Das ist ja echt ein sehr, sehr frisches Blut hier. Frisches Blut braucht die Welt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also,
Bei Deutschrap ist ja ein bisschen so, irgendwie ist ja der Kuchen immer noch aufgeteilt bei den Alten. Also irgendwie die Leute, die vor 10 Jahren in waren, sind mehr oder weniger immer noch die, da oben sind. So. Oder ist das so? Ja, oder weniger, oder? Also PA kenne ich schon sehr lange zum Beispiel. Der ist ja jetzt auch sehr erfolgreich. Fab, den du angesprochen hast. Mhm. Bushido, glaube ich, nie in Vergessenheit geraten. So. Ja. Ja, ich glaube, die Namen, die du erwähnt hast, sind auf jeden Fall oben drin. Auch so cool, Savasch und so, ja. Sido und so. Das sind Namen, die natürlich oben sind. Aber ich glaube, wir leben in einer Welt, in so einer schnellen Welt. So. Da machst du einen Song, der kann geil sein, der kann durch alle Decken gehen, so, aber der gerät irgendwann in Vergessenheit, weißt du? Mhm. Und ich glaube, bei den alten Hasen ist das, die jetzt irgendwie 35 bis 40 sind und so, ich glaube, die Jugendlichen haben da irgendwie keinen Bock drauf, weißt du? Die wollen den neuen Sound hören, die wollen gute Laune hören, die wollen nicht in Albumlänge hören, so, dass ich, ich habe Drogen getickt, meine Mutter geht's schlecht, ich will Lila für meine Mutter holen, ich will Grün für meine Mutter holen, ich will Regenbogen für meine Mutter holen, so. Es ist irgendwann langweilig, weißt du? Ich glaube, es geht einfach mehr darum, so einfach den Vibe zu kreieren, so. Einfach gute Laune zu bringen oder auch einfach mal Songs zu bringen, die Jugendliche motivieren, so, weißt du? Und ich glaube, das ist so mein Ziel, so. Erstmal die Jugendlichen zu kriegen. Natürlich mit meinen Songs, ich sehe auch Leute, so 40, 50-Jährige, die mir schreiben oder sonstiges, die meine Songs hören, ist auch nice, so. Aber ich glaube, erstmal mein Ziel ist so, die Jugendliche, okay, die Jugend reinzukriegen. Okay. Ich glaube, erstmal, das ist das Wichtigste. Ja, ich denke auch, die meisten wachsen ja auch, wie du schon so, mit Deutschrap auf. Ich glaube, die wenigsten haben Tupac noch gehört, so. Also ich glaube, die jetzt anfangen, Musik zu hören, Hip-Hop, Rap, wie auch immer man es nennen will. Ich glaube, keiner fängt mal mit Tupac oder Wu-Tang Clan oder so ein Zeug. 6ix9ine oder KMN oder weiß ich, wie sie alle heißen. Finde ich nicht schlimm. Finde ich nicht schlimm. Ist jetzt nicht so verkehrt, ne? Ja, ist halt Generationen so, weißt du? Also es wechselt sich ja irgendwann auch ab, so. Kann ja nicht immer dasselbe auch sein, so. Wenn du mal überlegst, wie der Sound früher war und wie der sich jetzt gesteigert hat mit der Qualität und alles und so. Das sind einfach Weltenunterschiede, weißt du? Und ja, das ist es. Ja. Also was ich halt krass finde, so. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, gerade gibt es so zwei Richtungen. Einmal so halt den Sound, den du machst, so, der so sehr aktuell, neu, fresh ist und so weiter und so fort. Der auch immer neue, verschiedene Rhythmen reinkriegt, so. Und dann gibt es natürlich noch diesen klassischen Boom-Bap-Sound, der auch auf einmal zurückkommt. Könntest du dir auch vorstellen, auf sowas zu rappen? Ja, normal. Aber ich sag dir eins, guck mal, dieser ganze Boom-Bap-Dings und diese Straßendings und so, das kommt gerade alles nur wieder, weil es einfach kalt wird. Sag ich dir ganz ehrlich, weil würde das Jahr durch zweimal Sommer beinhaltet, so drinne, dann würde es jetzt immer noch Dancehall überall geben, weißt du? Dann würde keiner sagen, ja, ich fick auf Dancehall, ich mache jetzt wieder Straßenrap und dies, das und bla bla. Ich glaube mir, diese ganzen Boom-Baps und Straßenrap-Dinger, das kommt alles jetzt gerade nur, weil einfach Winter ist, so. Und da werde ich auf jeden Fall nicht mitziehen erstmal, okay, weil ich will mich nicht verstellen, so, egal ob es kalt ist, egal ob es regnet oder ob die Sonne scheint oder so, ich bleib mal bei meinem Style so, ich bleib da treu so, und egal was für ein Wetter ist, weißt du, du musst das einfach kommerziell rüberbringen und dann ist es egal, wie es draußen aussieht. Ist dir Erfolg, also natürlich jeder freut sich über 6 Millionen Klicks, ich würde nicht lügen, weil unser Video auch 6 Millionen wird, so. Ja, krass, ne? Aber ist dir so Klickzahlen und so Erfolg sehr wichtig oder würdest du auch die Musik machen einfach nur für dich? Ja, und genau das habe ich gemacht, 1,5 Jahre ungefähr. Ich habe einfach nur Musik für mich gemacht. Natürlich habe ich das in die Öffentlichkeit getragen und alles. Aber ich habe das an erster Stelle habe ich das für mich gemacht, so, weil ich liebe Musik so. Ich wollte das den Leuten einfach auch zeigen, so, ey, guck mal, ich liebe Musik, ich tue das eigentlich auch nur für mich, aber ich will, dass ihr auch davon was habt, so. Und so hat das alles angefangen. Aber natürlich, Erfolg ist geil, so. Wenn du natürlich nicht zu hoch fliegst und so alles, ist Erfolg geil, so. Klicks sind geil. Jeder würde lügen, der sagen würde, ey, Klicks sind scheiß, weißt du? Jeder will gerne nach einer Woche 1 Million Klicks oder so erreichen. Ist so das Ziel, weißt du? Ja, natürlich. Ist eine ehrliche Meinung so und ich kann die auch nur vertreten. Also ich würde mich auch freuen, wenn der Kanal mehr durch die Decke geht auch irgendwann. Hoffentlich. Gucken wir mal, wo es noch lang geht. Aber bei dir hat sich ja auch irgendwie dann, wann, also 18 hast du gesagt, warst du das erste Mal in der Booth.
Also dann hast du ja in anderthalb Jahren jetzt geschafft, einen Major-Deal zu bekommen. Ja, ungefähr nach zweieinhalb Jahren so mäßig. Zweieinhalb Jahre? Ja. Ja, also ich war zwar mit 17, 18 das erstmal in der Booth. Also kann man sagen, wo du unterschrieben hast oder ist noch Top Secret? Ja, klar, ich bin bei Epic Records, bei Sony. Sehr, sehr geil da, die Leute sind geil, die Menschen sind geil, die helfen, wo die nur können, so. Es wird langsam einfach wie Familie, weißt du, und das ist nice. Wenn einfach Arbeit so familienmäßige Sachen ist und ist geil so. Und wie ist es dazu gekommen? Sind die auf dich zugegangen oder hast du den, weißt du, also wahrscheinlich viele, auch in deinem Alter, die fragen sich so, die rappen und so weiter. Wie komme ich an so einen Deal so, weißt du? Das habe ich mich früher auch gefragt, so. Also ich hab mir gedacht, was muss ich tun, dass mich irgendwann mal einer anschreibt und sagt, boah, Digga, dich will ich unter Vertrag nehmen, so, ne? Aber irgendwann habe ich mich das gar nicht mehr gefragt. Irgendwann habe ich mir gedacht, ey, mach einfach Musik, du darfst nie aufhören. Wenn ich überlege, ich schreibe, wo ich nur kann, wann ich kann und wie ich nur kann. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen sind einfach immer schreiben, immer dranbleiben, immer Neues zu kreieren und so. Aber ich kann das auf jeden Fall schon zugeben, so. Soll jetzt auch nicht arrogant oder so klingen. Ich wurde auf jeden Fall angeschrieben, so. Ich wurde auf jeden Fall kontaktiert und finde ich nicht schlimm, so. Weil als der Anruf kam, beziehungsweise die Nachricht, habe ich mich nicht benommen wie ein Arsch und habe gesagt, ey, was ist los und so. Ich war real, so, weißt du, ich habe gesagt, ey, krass, passiert das gerade wirklich schon so? Ich bin auf jeden Fall real geblieben und habe meine wahre Seite gezeigt, weil natürlich hat mich übertrieben krass gefreut, so. Ja, natürlich, so ein Vertrag ist ja auch nicht, kommt nicht von irgendwo her, so, weißt du. Da wird sich schon irgendeiner was gedacht haben, als er dich angeschrieben hat, so. Die sehen auf jeden Fall was Schönes und Großes, deswegen... Haben die schon das Richtige gemacht, ja. Und wärst du, aber, also von dir ist ja noch nicht viel raus, so. Hast du auch irgendwie so ein Produzententeam oder wo hast du immer aufgenommen? Also deine ersten Sachen, um erstmal erfolgreich zu werden? Meine ersten Sachen, die habe ich immer mit so ein paar Kollegen aus der Hood so aufgenommen, so. Also mit paar irgendwelchen Mathe, bisschen Equipment da und so, die ein bisschen Ahnung hatten und so, haben wir einfach immer gemacht. Und irgendwann wurde das halt immer ein bisschen besser. Da habe ich einen sehr guten Freund von mir kennengelernt, der heißt Avi. Der macht auch selber Musik, sehr, sehr starke Musik auch. Und der produziert auch gleichzeitig, weißt du? Und dann waren wir immer bei dem zu Hause, so Kinderzimmermäßig, so, weißt du? Ich glaube, Equipment im Wert von 400-500 Euro, so. Aber dann ist mir aufgefallen, so in dem Sinne, so, meistens ist nicht das Equipment das Wichtigste, so. Meistens einfach das Wichtige, dass du weißt, wie du mit diesen Sachen umgehen kannst, weißt du? Weil du kannst ja auch fünf Arme haben, so, weißt du, und wenn du keine Ahnung hast, wie du die benutzen kannst, ist auch mies. Und wir hatten einfach billiges Equipment so, aber wir haben das Beste draus geholt, weißt du. Und da bin ich auf jeden Fall meinen Kollegen Avi sehr, sehr dankbar, so, weißt du. Okay. Aber der ist nicht mit dabei jetzt bei dir, weiter auf der... Nein, brüderlich und freundschaftlich sind meine ganzen Jungs... die ich in meinem Herz geschlossen habe, sind immer mit auf der Reise, weißt du? Mhm. Aber bei dem, wenn ich überlege, der ist 18, der Typ, weißt du? Okay. Und der hat Bretter so am Start und der wird auch noch Bretter raushauen. Seine Zeit wird kommen so. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja. Ne, geil so, aber du kommst ja aus Gelsenkirchen so. Ist ja jetzt nicht die Stadt bekannt, also ist ja jetzt nicht landesweit bekannt, dass es die schönste Stadt Deutschlands ist, so. Ja. Kannst du mal als Berliner erzählen, wie es da aussieht? Also ich war noch nie dort, so. Oder Gelsenkirchen ist klein, abgefuckt, dreckig, keiner gönnt dir was. Was soll ich dir noch sagen? Aber viele Nationalitäten so in einem kleinen Ort so gemischt, so, die sich alle verstehen, aber ja, okay, das sieht erstmal so aus, als ob sich alle verstehen. 5 Minuten später gehen die weg und sagen, ey, was war das für ein Vogel oder so, weißt du? Ja, das ist ja auch so. Ja, an jeder Ecke Stress so wegen so welchen Sachen und so. Aber wenn du halt so deine, wenn du deine Jungs an deiner Seite hast, wenn du dir so deine. Wenn du dir so durch die ganzen Jahre und so deine Base da gesammelt hast und so, dann kommst du da so damit klar, aber ansonsten so klein und so dreckig leider, Alter. So, deswegen, ich hatte auch mal früher versucht, so ein Projekt an den Startschuss oder so ranzubringen. An die Stadt Gelsenkirchen. An die Stadt Gelsenkirchen auch ranzubringen, da wollte ich sogar die Stadt Gelsenkirchen kontaktieren, aber es ist irgendwie nicht dazu gekommen. Ich wollte irgendwie alle Underground-Rapper, alle Leute, die versuchen Musik zu machen, wollte ich so an einem Ort bringen und jeder soll einfach Musik machen, jeder soll sich verstehen, jeder soll sich die Hand geben und sagen, guck mal Digga, ich gönn dir, du gönnst mir, alles ist nice, lass Musik machen, so, weißt du? Ja. Aber dann habe ich,
weiß nicht, so in der Zeit, wo ich das dann alles so in die Wege leiten wollte, habe ich mitbekommen, dass das geht gar nicht, weißt du, weil der hat ein Problem mit denen, der hat ein Problem mit denen. Wer bist du überhaupt, dass du ein Problem mit denen hast? So, weißt du, du hast gar kein, du bist niemand quasi so, aber willst dich so groß reden und sagen, ey, du hast ein Problem mit denen, so, weißt du? Und das war alles eklig so. Leute, die 10 Jahre Musik machen und so und kein Mensch kennt die, will sich auf einmal so groß reden. Und sagen, Digga, ich mache jetzt Stress mit denen, so, ich kann mir das erlauben, so. Wer bist du so mäßig, frage ich mich dann immer. Deswegen habe ich diese Sache auch aufgegeben, so, weißt du. So aus Gelsenkirchen gibt es halt nicht viele Künstler, die es wirklich drauf haben, so. Und wirklich auch den Willen haben, das durchzuziehen, so. So, deswegen war es nicht so schwer. Fahrt nicht aus Gelsenkirchen? Fahrt kommt aus Gladbeck. Gladbeck, ja. Das ist bei euch alles so nah beieinander, so, oder? Ist nicht wie in Berlin, Digga, hier fährst du, ach, hier ist alles komisch, Digga. Bei uns, wenn du 5 Kilometer fährst, bist du durch Düsseldorf und Essen schon mal gefahren und Duisburg. Und hier 5 Kilometer kommst du vom Kiosk zu einem Bäcker, so, weißt du? Das ist komisch, ja. Man muss man sich dran gewöhnen, so. Auf jeden Fall. Du als Gelsenkirchener, könntest du dir auch vorstellen, da wegzuziehen für die Musik jetzt? Das sieht ja so aus, als ob es bei dir jetzt langsam durchstartet. Ja, guck mal, ich bin oft in Berlin, ja, die letzten Tage so. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal 3 Tage wieder hier und nächste Woche muss ich wieder hier hinkommen. Ich stelle mir das so vor, so im Endeffekt in Gelsenkirchen hält mich nichts außer meine Jungs und meine Familie, so, weißt du? Guck mal, Berlin ist eine Stadt, Bruder, die ist so groß, so viele Menschen, du kannst hier so viel erreichen, du kannst hier so viel machen, so. Und ich hab immer so einen Satz im Kopf gehalten, so, du kannst es überall schaffen, außer in deiner eigenen Stadt, mäßig, weißt du? Das ist einfach so, weißt du, weil egal was du in deiner eigenen Stadt machst, die Leute denken dreimal drüber nach, ob die dir das gönnen, weißt du? Und wenn du in irgendeiner fremden Stadt bist, wo dich erstmal keiner kennt, so, dann geben die dir erstmal die safe eine Chance, so, weißt du? Die Chance darfst du nicht vermasseln und wenn du diese Chance nicht vermasselt hast und den Leuten gefällt, was du gemacht hast, dann gönn dir auch einfach automatisch, weißt du? Und deswegen, für die Musik und so würde ich natürlich wegziehen, aber das ist alles noch so eine Sache, die ist ein bisschen, die gehe ich ein bisschen ruhiger an, weil ich habe viel Familie in meiner Stadt. Und ist alles noch easy. Ah, du bist ja türkisch-arabisch, oder? Yes. Da ist wahrscheinlich sehr viel Familie, kann ich mir vorstellen. So, und als Gelsenkirchener muss ich dich einfach fragen, weil die 2 Jungs kamen ja auch aus Gelsenkirchen, Özil und Gündogan. Ja. Wie wurde das dort in der Stadt diskutiert in den Sommer? Wir brauchen das ganze Thema nicht nochmal aufmachen. Wenn wir dieses Thema jetzt aufmachen, geht dieses Video bis morgen, weißt du? Ja, ach, Özil ist auch ein Typ, der kommt auch aus meinem Stadtteil, so aus Buhr, Gelsenkirchen-Buhr. Und ich gönne ihn alles, so egal was der macht, egal was der tut, egal was er in der Zukunft macht, so ich gönne ihn alles, so, weißt du? Das ist ein Typ, der hatte nichts und so und hat genau das gemacht, was ein Mensch machen soll, weißt du? Die haben sich ein Ziel gesetzt und haben alles dafür gegeben, dass das klappt, so. Und deswegen, egal was da in den Medien diskutiert wird, egal was passiert, so, ich gönne ihnen alles, so, weißt du. Aber in Gelsenkirchen wurde jetzt nicht geredet, ah, was für ein Idiot, so, oder? Nein, ach, nein. Die standen voll hinter denen, so. Okay. Weil, ich glaube, Özil war einer der ersten Namen, so, die es aus der Gosse, aus dem Dreck geschafft hat, so. Weißt du, und deswegen, Özil bleibt immer so ein Vorbild für die Gelsenkirchen, also. Deswegen wird da auf jeden Fall gegönnt, warum auch immer. Aber mit Fußball hast du nichts am Hut, oder? Ah, doch. Früher habe ich auch sehr gerne Fußball gespielt, so. Okay. Bei Schalke, sobald du das Licht im Stadion anmachst, sitzen alle drin. Ich könnte natürlich erzählen, ja, ich habe bei Schalke gespielt, aber ich habe abgebrochen, weil ich eine Kniescheibe irgendwie gerissen habe, aber das wäre wieder gelogen. Das erzählt ja 90% der ganzen Menschheit, so, wenn die Leute erzählen vom Fußball. Nein, ich habe in der Bezirksliga gespielt damals, in irgendeiner kleinen Bauernmannschaft, wo mehr getrunken wurde als gespielt. Ich glaube, das Erste, was du da gelernt hast, ist, wie man einen Bierdeckel öffnet. Also. Ja, mit allen möglichen Sachen. Aber macht auch Spaß, bis zum gewissen Alter. Ich trinke keinen Alkohol, deswegen weiß ich nicht, wie das ist. Ja, da hast du da nichts zu suchen. So. Da bringt es auch nichts, im Verein zu sein. Treffe ich mit deinen Jungs, spiel mit denen und hab Spaß, so, weißt du? Aber ja, bei dir steht jetzt an, hast du gesagt, Habib die 3. Habib die 3 ist für ein anderes Projekt gedacht. So. Habib 3 ist mehr so, wenn ich ein Mixtape machen will oder so, einfach so ein Tape so mit mehreren Songs, so als Überraschung, so als krasses Dankeschön so für den ganzen Support. Das Habib die 3 wird in so einem Tape auf jeden Fall erstmal dabei sein. Als nächstes kommen erstmal Singles, weißt du? Einfach geile Singles, geile Ohrwürmer, geile Melodien. Das ist als nächstes geplant.
Also Mixtape, EP, wie auch immer, das ist erstmal noch nach hinten geschoben. Ja, also dieses Jahr kann man damit nicht rechnen, dieses oder? Dieses Jahr kommt auf jeden Fall noch keine EP oder ein Tape. Ich glaube, 2019 sieht es besser aus. Okay. Und was kann man dieses Jahr noch von dir erwarten? Dieses Jahr kommt auf jeden Fall noch der nächste Song, der kommen wird, den kann ich auch auf jeden Fall schon verraten. Da sind die Leute sehr, sehr heiß drauf. Der heißt mal Bände. Das ist auf jeden Fall der nächste Song, der kommen wird. Worum geht's da so thematisch? Du hast auch schon verraten. Da geht's auch in dieselbe Richtung. Darüber reden wir eigentlich die ganze Zeit. Darüber geht's um Liebe. Okay. Um eine Frau, die man haben will. Mhm. Und der Rest ist dann halt Überraschung. Ne? Okay. Und weitere Singles kommen dann wahrscheinlich auch noch dieses Jahr. Also ich glaube, nach Mabene wird auf jeden Fall dann noch eine weitere Single kommen dieses Jahr und dann mal schauen. Okay. Ja, nice, Alter. Also ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg. Okay, Mann. Ich danke dir. Ich weiß, du hast heute noch einen anstrengenden Tag vor dir. Danke, dass du dich auch hier hingesetzt hast. Sehr gerne. Sehr gerne, Bro. Also wie gesagt, für einen weiteren Weg alles Beste, Dicker. Ich glaube, du hast eine steile Karriere vor dir nächstes Jahr. Hoffentlich, inshallah, dass das alles klappt. Inshallah. Und ja, du hast die letzten Worte in der Sendung. Ja, Mann, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch, Mann. Und der nächste Song, der kommen wird, ist auf jeden Fall mal Bände. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr diesen Song feiern werdet, weil ich kann euch auf jeden Fall nur eins versprechen, der wird auf jeden Fall 20 Mal besser als Habib Mabella. Und deswegen will ich euch auf jeden Fall sagen, passt auf euch auf, bleibt immer gerade und bleibt immer loyal. Yo, das war's, Struggle and Flow. Ciao.